liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das Fest der Liebe, der Geschenke und der Weihnachtsmänner rauscht so langsam heran und es ist ein großes Fest und ein großes Fest verlangt nach großen Gefühlen und auch nach großen Bildern. Ich weiß nicht, ob euch allen das bekannt ist. Ich bin ja eigentlich über das Mittelformat zu YouTube gekommen. Ja, Kleinbild ist auch spannend und schnell und flexibel und gar nicht schlimm. Aber letztendlich, Leute, gerade für solche Anlässe wie Weihnachten, da muss man doch mal die Mittelformatkamera wieder rausholen. Hasselblatt oder eine Mamiya oder eine Rolleiflex oder eine Pentacon 6. Oder was auch immer euch davor schwebt, aber große Negative, tolle Details, wahnsinnig schöne Lichtstimmung, das ist doch für Weihnachten wie gemacht, oder? Finde ich jedenfalls. Naja, ich komme auf den ganzen Quatsch, weil das 120er-Format so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist und deswegen hat nicht nur Kodak, sondern auch Lomography seine Preise für 120er-Film gesenkt. Und wenn das nicht der Grund und Auslöser dafür ist, an Weihnachten mehr Mittelformat zu verfotografieren, dann weiß ich es auch nicht. Und die Preissenkungen, die können sich tatsächlich sehen lassen. Ich habe mir das mal hier ausgedruckt. Also der Color Negative 100 ISO im Dreierpack, der ist ein Zehner billiger geworden, von 34,90 auf 24,90. Unschlagbar, da kriegst du ja keinen 135er Film für. Dasselbe gilt auch für den 400 ISO und den 800 ISO Film. Der 800 ISO Film ist auch ein Zehner billiger geworden, von 39,90 auf 29,90 im Dreierpack. Und der 400er von 34 auf 27, das ist nicht ganz so viel Einsparpotenzial, aber immerhin. Teil mal 27 durch 3, also wie gesagt, brauchen wir nicht darüber reden, Kleinbildfilme gibt es dafür nicht. Der Red Scale XR, das für Weihnachten, naja, es ist auf jeden Fall interessant. Also auch der im Dreierpack statt 35 hat 27 Euro. Was aber auf jeden Fall geht, ist der Potsdam Kino mit 100 ISO. Man muss mal vielleicht Weihnachten dann tagsüber fotografieren. 10,90, jetzt 6,90. Nochmal 6,90. Da zeig mir mal bitte 6,90 einen Kleinbildfilm. Ich glaube, da kriegst du nicht mal ein Foma-Paar für. Na gut. Und die Lomo Chromes Metropolis und Purple von 13,90 auf 11,90. Wie gesagt, da wüsste ich nicht, was dagegen spricht, gerade für Weihnachten mal wieder richtig große Bilder zu machen. Und wenn der eine oder andere sagt, ja Mensch, ich kenne die Filme gar nicht, weiß ich gar nichts zu. Lomography war so freundlich und hat mir ein paar Filme zugeschickt, damit ich die nochmal hier vorstelle. Jetzt habe ich hier ganz mühselig die Pakete wieder zusammenkleben müssen, damit ich euch die zeigen kann. Der Lomography Turquoise war in einem... wie heißt das, so eine Schlauchverpackung, die habe ich nicht wieder zusammenkleben können. Tut mir leid, aber dafür zeige ich euch jetzt ein paar Bilder, die ich mit den Filmen gemacht habe. Und währenddessen kann ich euch sagen, dass der Black and White Berlin ISO 400 Film mir da tatsächlich wirklich gut gefallen hat. Also das ist eine Geschichte, die werde ich mit Sicherheit nochmal öfter einsetzen. Vielleicht auch noch ein bisschen mit Entwicklern experimentieren. Gefällt mir wirklich gut. Der Color 92, der ja schon ein paar Tage auf dem Markt ist, war ja im Sommer ein ganz großer Renner als Kleinbildfilm. Der ist relativ grobkörnig und so ein bisschen retro angehaucht. Aber kann man mit Sicherheit genauso gut wie ein Kodak Gold verschießen, auch an Weihnachten. Und ISO 400 macht es da mit Sicherheit ein bisschen leichter. Und der Lomo Chrome Purple. Ich hätte mir gewünscht, dass ich um die Zeit, als der Schnee draußen so heftig war, damit mal losgezogen wäre. Hatte ich den leider schon verschossen, und denn das stelle ich mir nur ganz spannend vor, weil der Schnee wird ja
weiterhin weiß bleiben. Von so her gibt es nur ein paar Sonnenuntergangsbilder, die ich hier am See geschossen habe, aber auch die zeigen ganz schön, was dieser Film kann. Ja, spannende Filme, nicht nur für außergewöhnliche Bilder, sondern die Color Negative sind ja sozusagen wirklich Multipurpose-Filme und fotografiert Weihnachten, mein Mittelformat. Das hat das Fest verdient. So, ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch noch eine frohe Adventszeit und bis zum nächsten Mal. Habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du bis hierhin da geblieben bist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dir dieses Video oder auch irgendein anderes auf meinem Kanal irgendwas gebracht hat, dann abonniere den Kanal mal ganz schnell. Das ist immer wichtig und der Kanal soll ja wachsen und gedeihen. Von so her zähle ich da auf euch. Des Weiteren, für das wirkliche Leben, meine Workshops pixelandgrain.de, die Webseite, die hier unten eingeblendet ist, geht da mal rüber. Da gibt es jetzt für das erste Halbjahr 2024 brandneue und altbewährte Workshops. Ich freue mich auf euch. Kommt einfach mal nach Jever in die Dunkelkammer oder in die Werkstatt und dann haben wir zusammen eine Menge Spaß. So, jetzt bin ich raus und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.